würde ich sagen, war es damit mit Braten. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bevor wir hier weitermachen, gehen wir erstmal wieder zur Feenquelle, um uns ein paar Feen zu gönnen, nachdem wir letztes Mal ein paar verloren haben. Wir haben jetzt auch nur noch eine. Ja, würde ich schon mal sagen, ist auf jeden Fall ja ein Schlagwort dafür, dass wir uns auf jeden Fall neu holen. Geht ja zum Glück. Ist ja schon schwierig genug, das Spiel. Aber, früher war es ja noch so, dass man hier Flaschen dafür braucht. Aber ja, komm. Das Spiel ist so schwierig, da können sie einem wenigstens hier die ganzen Feen gönnen. Man stirbt eh oft genug, also von daher macht das eh keinen Unterschied. Wenn wir uns erinnern, zum Beispiel früher, in den frühen Zelda war es zum Beispiel, also nicht in den frühen jetzt, also zum Beispiel Twilight Princess, war es zum Beispiel für die meisten eine Schande zu sterben, weil da war es wirklich auch nicht schwer, also hier zu überleben, ohne zu sterben. Da war es wirklich nicht schwer. Aber hier, da stirbt man ja so oft, wie gesagt, da macht es wirklich auch keinen Unterschied, dass man sich so viele Feen gönnen kann. Noch irgendwo eine? Ne, warte. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Haben wir wieder vier, ne? Ja, vier haben wir wieder. Und wir sagen, brechen wir mal wieder auf. Können wir uns auch gleich loswarten. Jetzt will wir einen. Ach stimmt, den Stempel können wir jetzt. Den Stempel. Junge! Den Stempel können wir jetzt entfernen. Genauso wie den hier. Haben wir noch irgendwo hier Stempel, die wir nicht brauchen? Ja, hier. Den beispielsweise. Da oben ist noch einer, den brauchen wir nicht. Hier, der kann weg. Genau wie der. So, den Rest brauchen wir noch. So, schnell jetzt warten. Damit wir da mal kurz ausschauen, ob da irgendwo Tempel, hier Schreine in der Nähe sind. Damit wir uns die markieren können. Schauen wir uns mal um hier. Lol. Alter. Was geht denn da vorne ab? Blitz ist der übelst. Voll die krasse Gewitterwolke. Da ist ein Schrein, da ist ein Schrein. Oder ist er schon markiert? Nee, das ist noch nicht markiert. So. Markiert, glaube ich. Warte mal, kann ich mal kurz gucken, ob der Turm markiert ist. Ja, der Turm ist schon markiert. Der kann weg. Bisschen so umgucken hier.
Ich sehe aber nicht viel gerade. Wirklich. Einzigen Schrein, den ich da sehe, ist der da hinten. Also den können wir hinfliegen. Aber machen wir auch. Haben wir die Zeit dafür, gehen wir auch hin. Kann man eh nie genug von den Zeichen der Bewährung bekommen. Brauchen sie eh grad. Wirklich, ich will das Master Sword einfach haben, komm. Da können sie es verstecken, wo sie wollen. Ich will das haben. Oh. Aber den müssen wir mit einem Hammer überfallen oder so. Hier, genau mit dem hier. Mit dem überfallen wir den. Wächterschilde will ich eigentlich haben. Ach komm, hau halt einen weg. Hau halt einen weg. Der ist halt stärker, bietet halt besseren Schutz. Oh, schau mal da oben. Ein roter Drache. Wir haben jetzt letztens so einen blauen oder so gefunden. Irgendeinen Drachen haben wir schon gefunden. Hier. Am Wasser. Ich glaube, der war blau. Auf jeden Fall am Wasser, wie gesagt, war einer am See. Ich glaube, am Hühersee war, glaube ich. Wenn wir da haben wir einen getroffen und ja. Hier ist noch einer, wie es aussieht. Ein roter. Überfallen wir wieder. Mit dem hier. Scheiße, die haben sie gewarnt. Piss dich, Alter. So, haben wir. Na gut, den wir mitnehmen, aber wir haben keinen Platz. Ah, nee, vergiss es. Da sind einfach alle liegen. Ja, ich sehe den Schrein ja schon. Hab ihn schon gesehen. Aus dem Grund bin ich ja hier. Ich glaube auch ein bisschen, dass der auch noch bewacht wird. Oh, nur ein bisschen. Den haben wir auch als Stern markiert. Oh, es regnet wieder. So, packen wir mal den Hammer aus. Der bald im Arsch ist, leider. Bald. Genau. Gut, dann machen wir das jetzt mit den Bomben.
hier so. War nix drin? Nee, da. Nur weggeschleudert. Ja, Leuchtstein. Stein. Wo ist er jetzt hingeschleudert worden? Wieder hinter mir? Ja. Leuchtstein und ein Feuerstein. Achso, stimmt. Down, hier ist noch ein Leuchtstein. Oh, sogar zwei. Yay, das ist wieder schönes Wetter. Wieder weggeschleudert. Hier, Feuerstein. Auf jeden Fall. So, jetzt weg auch in den Schrein. Schauen wir mal rein, was es hier gibt. Für ein Rätsel. Stimmt, im Übrigen können wir gleich mal hier den Stempel wegmachen. Und dann jetzt rein da. Parabellflug. Wo ist das Ziel? Da drin. Also hier gibt's eine Kugel. Schön. Aber warte, die müssen auch bestimmt hin und her schleudern. Stimmt. Na komm, warte, ich muss hinterher. Ich muss hinterher. Hui. Schau aber auch schon auf Truhen. Sehe aber keine. Los. Bin ich gleich mal hinterher. Schieben wir uns beide rüber. Hui. Oder auch nicht. Zu doof auch. Hat ja nicht so gut funktioniert. Jetzt weiter hoch. Ja, muss auf jeden Fall hier. So. Nein! Oh, dammit. Aber warte mal. Ich glaube, ich soll mich dann noch hier mit dem Parasäge abstützen. Deshalb heißt es. Oder ich weiß gar nicht. Parabellflug. Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall soll ich mich dann noch abstützen hier. So. Genau. Und jetzt soll ich die Kugel irgendwie zum Stoppen bringen hier. So, genau. Boah, Alter, chill. Darf sie aber nicht zu. Na, ich leg sie einfach hier oben ab. Genau, genau. Geh mal da weg. So, genau. So. Ah, da oben ist eine Truhe.
Da oben ist eine Truhe. Ah, warte, warte, warte. Ich glaube, ich weiß auch, wie man da hinkommt. Leg mal erstmal die hier ab. Scheiße. Muss da rüberfliegen. So, erstmal hier rüber. Nee. Geht nicht. Jede nicht. Aus irgendeinem Grund. Ah, warte mal, hier ist irgendwas. Hier so ein Schalter. Oh. Oh. Warte nochmal. Gib mir meine Pfeile wieder. Brauche ich noch. Ah, und jetzt kann ich mich da hochschießen lassen. Wo ist die Kugel? Ah, wieder da unten, dammit. Ja, dauert jetzt ein bisschen. Ist jetzt nicht schwer, aber dauert ein bisschen. Frisst Zeit der Dungeon. So. Was haben wir da drin? Ein Elektroschwert. Nice. Ah, können wir auch mitnehmen. Super. Wie geil. Boah, da brauche ich einfach nur rausschlagen, stimmt. Zack. Und ich muss es wieder komplett zurückdrehen, denn ich muss ja die Kugel wieder drauf befördern. Oh, nee, warte. Ja, jetzt muss ich daran schießen. Ich kann sie mir eh wiederholen. Ah, ein Pfeil ist auch wieder zurückgekommen. Oh, der andere auch. Weil dann schießen wir uns ja hier. Ja, dann kann der, dann schießt der das darüber und ich kann ihn sofort da rein befördern. Das, oh, hier ist noch eine Kugel. Holzfall. Dann kann ich, dann schießt der den sofort darüber. Müsste gehen eigentlich. Oder kann ich die auch, kann er mich auch wegschießen, während ich ihn in der Hand habe? Nein, kann er nicht. Na gut. Danke für den kleinen Schubser, aber den habe ich echt nicht benötigt. Aufwand war alle umsonst. Come on. Lass es mal die Kugel. Ja, machen wir es so. Erstmal die Kugel. So. Jetzt der Icke. Lässt die Kugel hier rüber. Also darüber. So, was hat das jetzt für einen Sinn? Was ich nur nicht verstehe, ist, was das jetzt für einen Sinn hat.